Moin Leute und herzlich willkommen hier zurück im Bergischen Land. Ja, wie ihr seht, wir sind noch bei der Rübenmission. Wir können mal nachgucken, aber eigentlich haben wir Zeit genug. Wir hätten noch gar nicht wegfahren brauchen, aber wir können mal nachgucken, wie weit wir jetzt hier schon sind. Wir haben es schon 67%. Das läuft ganz gut. Ich fahre immer zwischendurch weg und Curseplay macht das hier, ne? Die haben mir gedacht, damit ihr da auch zwischendurch mal ein bisschen was mitkriegt, nehme ich euch jetzt mit. Eine Runde fahren wir mal zusammen. Der Helfer ist noch am Pflügen. Der macht das ganz ordentlich. So, dass wir hier wirklich uns aufs Abfahren konzentrieren können von den Rüben. Oh, Verkehr ist ja aus. Jetzt fehlt mir der ganze Schwung, ne? So, Abfahrt. Ab zur Mühle Krampe. Wie gesagt, der Helfer ist noch am Pflügen. Wir machen hier die Rübenmission. Ich fahre das immer zwischendurch weg. Okay, es sind jetzt nur 70% im Hänger. Ich hätte noch warten können, aber das passt ungefähr immer so. Wenn ich den abtanke, dass ich wegfahre und dann direkt wieder abtanken kann. Also von daher mache ich das die ganze Zeit so. Ich fahre immer hin und her. Das passt ganz gut. Und so seht ihr, dass die Mission läuft. So war zumindest mein Sinn und Zweck dahinter, dass ihr das mitkriegt, in zwischendurch mal hier so einen Zwischenstand habt. Uff, mal einen Schluck Kaffee, ne? Echt, die Zeit der Wochenende ist. Ach, stimmt. Wenn ihr das hier morgen seht, dann habe ich ja schon Wochenende. Cool. Richtig schickifeini. Ja, stimmt. 12 Uhr bin ich zu Hause, habe ich Wochenende. Wochenende. Oh, da freue ich mich schon drauf. Die Woche ist anstrengend gewesen. So, dann wollen wir mal gucken, wie viel da gleich schon wieder weg ist. Ich hoffe ja, dass wir da auch ein bisschen Profit rausschlagen können aus der Mission. Nicht nur die 14.000, sondern auch ein bisschen mehr. Also mal gucken, ob wir danach noch eine Mission machen. Ich hatte noch kein Feedback von euch bekommen. Aber ich muss mal ein, zwei Folgen aufnehmen, damit ich da wieder vorne dran bin. Dass ich da nicht immer direkt am selben Tag aufnehme, das ist ganz schön stressig, wenn du dann zwei Projekte laufen hast. Muss ich mir das immer so ein bisschen einteilen. Ein Tag das, dann klappt das einigermaßen, ne? So, dann sind wir also vor dem Ziel, dass wir das hier abliefern können. Oh, ne, ganz schöne Juckelei, wenn man mal ganz ehrlich ist, ne? Geht auch schon so langsam in die Abenddämmerung hier, ne? So. Hau mal raus den Rotz. Dass wir hier Kohl kriegen. Wir müssen auch mal Kredit zurückzahlen, aber ich würde gerne den Shoppen kaufen. Das wäre mir mal wichtiger wie Kredit gerade. Ich hatte echt überlegt. Zeige ich euch gleich am Feld. Diesen Schweinestall mit dem... Wo hängen wir denn jetzt fest? Willst du mich jetzt veräppeln? Das ist ein Fan, kommt nicht darunter lang mit dem Hänger. Weg sofort. Nee, 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 nee. Lieber einen roten dazu kriegen wollen, ne? Ja, wie gesagt, ich zeige euch das gleich. Das war so mein nächstes Ziel. Ich hoffe, ihr seid damit einverstanden. Aber ich will gerne diesen Schweinestall mit dem Shoppen haben, dass wir wirklich auch... Obwohl, wir brauchen auch mal eine Ballenpresse. Wie wir es machen, ist es echt nicht einfach, ne? Ich muss mal nach einer Modpresse suchen. Hätte ich auch vorher machen können, ne? Aber das Problem ist, wenn du eine Modpresse nimmst, dann kannst du hinterher die Horse-Extension-Früchte da nicht mit bearbeiten, ne? Also von daher musst du ja schon eine nehmen, die drinne hat. Ja, wir mieten eine Presse. Shit, drup. Stimmt, wir müssen Gras mähen nächsten In-Game-Tag. Säen, Gras mähen. Aber der Hanno macht, kann die Drille nicht heben, ne? Vielleicht kann der Fan die Drille heben. Kann der Fan drillen und wir können mit dem Deutschen mähen. Wie der Nachbar, der hat auch schöne Flächen, ne? Ups. Ich glaube, wir müssen auch noch eine Spritze kaufen. Ich spiele hier, glaube ich, mit Unkraut an, ne? Das wird noch lustig. Kommen wir nie mit der Kohlen hin. Na egal, machen wir wahrscheinlich noch eine Mission.
die eine Rügenmission. Mal gucken, was diese Mission abwirft und dann überlegen wir, wenn die Mission noch drin ist, dass wir da wahrscheinlich doch noch eine Mission, Rügenmission machen. Dann müssen wir halt in der Nacht spielen. Der Flüger, der braucht eh noch. Boah, der braucht noch ein bisschen, bis der Helfer da hinten fertig geflüchtet hat. Gehen auch fleißig die Kohlen runter immer. Das ist echt Wahnsinn, was der Helfer hier an Kohlen frisst. Bis jetzt 2000 Euro los, nur für Flügen. Da muss er noch grubbern. Da wir noch keine Kreiselegger haben. Sonst hätte man den Kombi sägen können. Na egal. So, dann sind wir auch gleich schon wieder da, ne, liebe Leute. Dann sind wir sofort wieder da. Oh, der Helfer ist fertig? Konnte ich mir gar nicht vorstellen. Er hat bestimmt wieder die Hälfte stehen lassen, wie immer. Gucken wir gleich mal hin. Der Rübenernte hat bestimmt noch nicht viel drin. Muss ja mal warten. Bleib doch mal kurz hier stehen. Der Motor kann ruhig laufen. Siehste? Bist fertig. Bist auch so fertig. Oh nee, jetzt habe ich ja vorwärts-rückwärts drin, ne? Boah, ich kann das nicht mit diesem Gaspedal, ey. Nun könnte ich doch jetzt hier nicht jedes Mal ansetzen. So. Er hat aber schon ganz schön was geflügt. Ne? Da oben müssen wir eh nochmal selber flügen. Aber hier kann er jetzt erst nochmal vielleicht ein paar Bahnen flügen. So, mach mal weiter bitte. Wir müssen erst die Mission noch beenden. Das kriegst du ja wohl hin, wa? Wäre ja schön. Oh, der hat ja noch nichts drin, ne? Lohnt sich noch nicht. Oh, passt einigermaßen, wa? Der wird jetzt wahrscheinlich jedes Mal rumheulen. Achso, ich wollte euch das zeigen. Muss ich ja immer aussteigen, sonst verschwimmt das alles. Wo war das denn? Hier ist das, glaube ich, ne? Tierhaltung, 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 Tierhaltung. Kuhstall, ey, was ein Riesenteil, wa? Fachwerk, Schweinestall, nee, sowas Großes brauchen wir nicht. So, das ist der Kuhschalen, Schafscheune. Ich hätte dies hier gestartet, dass wir uns diesen zulegen für 60.000 Euro. Das wäre doch noch eine Maßnahme, oder? Schweinestall mit Unterstand und Halle, das passt zu unserem Stil. Also das wäre das nächste Objekt, was ich gerne dazu kaufen würde. Also wenn ihr damit einverstanden wärt, dann würde ich den dazu kaufen. Weil das ist ja viel zu groß hier, guckt euch das mal an. Wir haben noch diesen Schweinestall, der passt ja gar nicht in unser Konzept. Wenn wir bei den Gebäuden bleiben, dann nehmen wir erstmal den hier und dann haben wir auch eine Halle dabei und dann sind wir erstmal gut vor und dann vielleicht die Schafscheune oder den Kuhstall, das müssen wir dann noch entscheiden. Aber das wäre erstmal so das nächste Objekt, was mir so entgegenstreben würde. So, gucken, ob wir schon wieder abtanken können. Sofern ihr damit einverstanden seid, würde ich das als nächstes anstreben. Aber das wird auch noch ein bisschen dauern. Dass wir wirklich auch mal ein paar Maschinen unterstellen können. Eine Halle haben, wo wir echt auch mal Ballen einlagern können und so ein bisschen halt rumtüdeln können. Und es auch nicht mehr ganz so trist auf dem Hof aussieht. Wenn das für euch in Ordnung ist. Ja, sonst ist erstmal nichts. Ich werde jetzt die Rügenmission fertig machen und dann mal gucken. Hier war doch noch eine drinne. Ob ich die noch annehme und mache. Das werden wir dann aber sehen. Ich würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder, wenn die Mission sich dem Ende nähert. Dann sage ich erstmal Dank fürs Zugucken bisher. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Däumchen da. Wenn nicht, macht den Daumen runter, schreibt einfach einen Kommentar dazu, dann weiß ich Bescheid und dann kann ich es auch vielleicht ändern. Und wenn es euch gefallen hat und ihr möchtet nichts mehr verpassen, würde ich mich echt über ein Abo freuen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Tschüss.